So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Ortschaftsratssitzung. Entschuldigt für die heutige Sitzung. Ist Frau Ortschaftsrätin Henke. Und wir können gleich einsteigen in die Tagesordnung. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 1.1. Vorstellung, Planungsstand zur Einleitung der Planfeststellung Turmbergbahn und Aufnahme einer Mittelstation im Antrag auf Planfeststellung im Rahmen der Erneuerung der Turmbergbahn. Und begrüße hierzu recht herzlich von den Verkehrsbetrieben, uns allen bekannt, den Herrn Högelmeier und den Herrn Wagensommer. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Ortsvorsteherin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und über den aktuellen Stand noch mal informieren können und dann eben auch Sie bitten, uns mit ein paar Entscheidungen zu versorgen, damit wir den Weg fortschreiten können. Wir haben ein paar Vorbereitungen im Rahmen der Präsentation mitgebracht. Wir würden kurz auf den aktuellen Planungsstand und noch mal auf die Verkehrsführung eingehen. Wir werden die Prüfaufträge aus den Workshops, die wir ja gemeinsam durchgeführt haben, noch kurz erläutern, auf die nächsten Schritte eingehen und dann die offenen Entscheidungen, die wir ja auch im Rahmen der Vorlage Ihnen schon übermittelt haben, dann noch mal kurz darauf eingehen. Den aktuellen Planungsstand und die Verkehrsführung wird jetzt der Herr Wagensommer übernehmen. Dankeschön, auch von mir einen wunderschönen guten Abend hier nach Durlach. Wie Sie den Plänen hier, aber insbesondere auch der Beschlussvorlage, die Ihnen ja vorliegt, entnehmen können, haben wir ja einige Korrekturen, Ergänzungen und Verbesserungen vorgenommen, die wir auch in den Workshops ja ausgearbeitet haben. Auf die werde ich jetzt nochmal eingehen, der Streckenverlauf. Logischerweise, da gibt es jetzt nichts Neues. Es gibt nur diese Strecke nach oben bis zur Bergstation. Aber was vielleicht nochmal als Einstieg vielleicht ganz deutlich macht, in dem Höhenplan hier unten rechts, die beiden unterschiedlichen Steigungen. Im heutigen Teil, diese recht steile Neigung des Hanges mit 33%, während der vordere Teil in der Bergbahnstraße ja, mit etwa 10%, der deutlich flachere ist. Und wir erst heute, also in den letzten Jahren durch Niveauregulierungen in den Standseilbahnwagen die Möglichkeit haben, eben beide Neigungen zu fahren, was bisher bei Standseilbahnen eben nicht möglich war. Die sind immer nur auf eine bestimmte Neigung ausgelegt. In der Talstation, ich glaube, da, wenn wir nachher kurz auf die Workshops gehen, da hat sich einiges getan. Wir haben wie man der Dachform hier links oben entnimmt. Das schräge Dach ist entfallen. Wir haben ein größeres Vordach, das auch Platz bietet für Möblierung vorne dran im Freien, einen geschützten Zugangsbereich. Wir haben eine prominente Beschriftung über dem Haupteingang da unten. Und was enorm wichtig war und was wir aus den Workshops mitgenommen haben, war eben, dass dieser Abgang hinunter in die Unterführung integriert wurde nun in das Gebäude. Da nochmal ein herzliches Dankeschön an das Stadtamt Durlach für die Unterstützung, dass Ersatzräume geschaffen worden sind oder gefunden worden sind für die Lagerräume in der Unterführung und wir somit nur noch dem Tiefbauamt Zugang gewähren lassen müssen für die jährlichen Brückenkontrollen, die da oder Bauwerkskontrollen, die da unten stattfinden. Der Zugang in die Unterführung ist jetzt praktisch in unserem geplanten Talstationsgebäude und das alles vorne dran kann als Vorplatz genutzt werden und es gibt da keine zwei Funktionen, die sich da überschneiden und sich vielleicht auch ein bisschen im Weg sind. Darüber hinaus haben wir auf der rechten Seite vorgesehen, noch eine Bike-and-Ride-Station zu installieren, damit auch nicht nur von der Turmberg-Endstation oder Endhaltestelle die Bike-and-Ride-Anlage in Anspruch genommen werden kann, sondern eben auch direkt am Talstationsgebäude. An der Bergstation haben wir
adäquat zu der Architektur der Talstation natürlich jetzt auch das Vordach gerade gezogen. Also das war vorher eine schräge Kante, wie Sie sich vielleicht erinnern. Ansonsten hat sich hier nicht sehr viel getan. Die Situation ist nach wie vor die gleiche. Wir steigen in der Talstation sozusagen auf der Apothekenseite aus und an der Bergstation auf der gegenüberliegenden Seite. Man geht sozusagen durch das Fahrzeug durch, was natürlich für Rollstuhlfahrer, Kinderwagennutzer und so weiter ein sehr angenehmes Verhalten ist. Man muss nicht, soll ich sagen, rückwärts ausparken. Zur Verkehrsführung am Knotenpunkt, da wurden wir nochmal gebeten, hier drauf einzugehen, wie sich die Situation künftig darstellt in dem Bereich der fünf Straßen, Turmbergstraße, Kastellstraße, Pusselstraße, Bergbahnstraße. Da ist es so, dass durch dieses Überführungsbauwerk wir die Möglichkeit schaffen, dass Fußgänger und Radfahrer diesen beige verlaufenden Weg künftig nutzen können, und zwar 24/7, wie es so schön neudeutsch heißt, also rund um die Uhr, während bei einer technischen Sicherung mit Schranke oder einem ähnlichen Sicherungsmechanismus diese Nutzung nicht 24/7 möglich gewesen wäre, sondern eben nur, wenn kein Fahrzeug fährt, so das Seilbahnrecht in Deutschland, sobald Seile sich bewegen, ist ein Überschreiten nicht zulässig. Deswegen dieses Unterführungsbauwerk, das Tag und Nacht offen ist und keine technische Mechanik beinhaltet, die auch mal kaputt gehen kann. Also diese Führung ist neu. Was eben auch neu ist, ist, dass Kraftfahrzeugverkehr, der von dieser, ich sage es mal, auf der Krötzinger Seite liegenden Straßen nicht mehr hier rüber können. Aber die Straßenverhältnisse sind so, dass wir auf dieser Krötzinger Seite der Bergbahnstraße einen Zweirichtungsverkehr einrichten. Das ist neu. Somit kann von Turmbergstraße kommend und von der Kastellstraße kommend die Fahrzeuge nach oben und nach unten fahren. Und hier drüben auf Seite der Turmbergstraße und der Pusselstraße haben wir nach wie vor den Zweibahnverkehr und auch die Bergbahnstraßenseite auf dieser Apothekenseite ist nach wie vor bergauf als Einbahnstraßenlösung angedacht. Details können Sie natürlich auch der Beschlussvorlage entnehmen, auch Auszüge aus dem Verkehrsgutachten, die die Funktionsfähigkeit dieser Verkehrssituation abbilden. Auch die Zunahmen und Verschiebungen innerhalb der Bergbahnstraße werden vom Verkehrsgutachter als unkritisch angesehen. Es sind auch heute ja sehr geringe Belastungen in diesen Straßen. Und was man noch vielleicht als Zuckerle mitnehmen kann, der Schleichverkehr von der Rittnerstraße kommend über die Bergbahnstraße nach unten rechts raus Richtung Krötzing B3, der entfällt künftig. Wir haben, wie Ihnen bekannt ist, ja die drei Workshops durchgeführt zu den verschiedenen Themen. Der Workshop 1 war vielleicht auch der intensivste von allen, ging auch entsprechend ein bisschen länger. Ging es um die Gestaltung der Stationen, insbesondere der Talstationen, die Zaungestaltung. Was kann man noch optimieren im Umfeld? Der Zaun war und ist vielleicht auch immer noch ein großes Thema, ob der Höhe, die er aufweist von 1,80 Meter. Da haben wir, denke ich, eine sehr gute Lösung gefunden in dem Workshop. Wir haben den Workshop 2 dann ebenfalls noch Ende Juli gehabt über die Außenhülle der Fahrzeuge. Dazu konnte jetzt abschließend auch keine Lösung gefunden werden. Deswegen sind wir heute ja auch da, um eine Entscheidung zu treffen. Und im Workshop 3, der im September stattgefunden hat, ging es dann noch um den Fahrgastinnenraum und dessen Gestaltung. Was wir ebenfalls mitgenommen haben aus diesen Workshops, waren einzelne Prüfaufträge, die wir in der Zwischenzeit vom Juli bis dato heute umgesetzt, geprüft, abgelehnt oder was auch immer haben. Auf die gehe ich jetzt kurz ein. Es wurde vorgeschlagen, den Grünstreifen rechts und links der Trasse der Bergbahn abzusenken, um aus der Zaunhöhe, die auf Straßenhöhe beginnend mit 1,80 Meter Höhe, sich durch den abgesenkten Grünstreifen oder die abgesenkte Böschung sozusagen mit Schluss 1,50 Meter einstellen wird. Das haben wir geprüft, wurde auch von der Seilbahnbehörde im Regierungspräsidium Freiburg bestätigt, dass das möglich ist und dass wir es machen können. Haben wir umgesetzt, somit wird der Zaun immer noch
1,80 Meter hoch sein, aber er sitzt einfach 30 Zentimeter tiefer vom umgebenden Niveau und somit können Erwachsene auch drüber schauen und der Zaun wird nicht mehr so wahrgenommen wie vorher mit 1,80 Meter. Ein sehr wichtiger Schritt, denke ich, auch was die Akzeptanz des Projektes angeht. Wir haben ebenfalls geprüft die Absenkung des Seilbahnfahrweges, um die Sichtbarkeit des Fahrzeuges bei der Durchfahrt in der Bergbahnstraße zu reduzieren. Ja, das geht in Teilbereichen. Im hinteren Bereich, wo wir auf die Unterführung kommen, geht es natürlich nicht mehr, weil wir irgendwann ja aus der Deckung, Anführungszeichen, kommen müssen, um zu überführen, haben dort natürlich auch Zwangspunkte, nämlich die Höhe in der Unterführung. Wir müssen diese Bauwerkshöhe erreichen. Irgendwann müssen wir von unten raus. Das heißt, im vorderen Bereich ja, können wir absenken, haben wir auch getätigt. Die neue Planung sieht einen abgesenkten 30 Zentimeter tieferen Bereich des Troges, des Fahrweges in diesem Bereich vor. Bäume im Grünstreifen wurden in den Workshops gefordert. Auch das ist möglich. Da haben wir uns aber auch im Sinne des Stadtplanungsamtes nochmal Rücksprache gehalten. Wir können dort keine sehr hohen Bäume bauen ohne Baumfallsicherung. Die Baumfallsicherung kennen Sie vielleicht aus dem oberen Teil der bestehenden Strecke. Dort sind einzelne Masten vorgesehen und ein Drahtseil gespannt in der Höhe, dass wenn ein Baum fällt oder ein Ast fällt, ein Alarm ausgelöst wird, dass ein Baum oder Ast auf der Strecke liegen könnte. Wir müssten in dem unteren Bereich dann auch ebenfalls bei Höhen über 3 Meter eine Baumfallsicherung vorsehen. Da würden wir gerne drauf verzichten und haben jetzt einfach uns auf Bäume mit einer Höhe von 3 Meter Säulen oder große Hecken geeinigt. Da sind wir dann auch noch in Abstimmung dann oder werden in die Abstimmung gehen mit dem Gartenbauamt, welcher Pflanztyp genau zur Verwendung kommen soll. Über die Anordnung der Pflanzen und wie dicht die am Zaun stehen und so weiter, auch das ist ja noch ein bisschen Entscheidungsthema heute Abend, wie blickdicht der Zaun ausgeführt wird. Also auch die Bäume werden im Grünstreifen kommen. Es wurde ebenfalls angeregt, die Trasse im unteren Bereich der Bergbahnstraße schräg verlaufen zu lassen. Sie läuft ja, wenn Sie bergauf schauen, eigentlich eher ein bisschen links versetzt. Ist auch darin begründet, dass der Bahnsteig im Zustiegbereich, also rechts vom Fahrzeug liegt und wir somit einen breiteren Bahnsteig erhalten, während wir oben beim Ausstieg dann nach links rausgehen. Deswegen ist auch die Trasse ein bisschen weiter nach links versetzt, was aber zur Folge hat, dass die beiden Grünstreifen, rechts und links der Trasse, auch unterschiedliche Breiten haben, weil die Freihaltetrasse in der Bergbahnstraße ist halt nur so breit, wie sie ist. Und unsere Trasse und das Fahrzeug hat halt eben auch eine gewisse Breite. Eine schräg verlaufende Trasse hätte dann eine etwaige gleichmäßige Aufteilung der beiden Grünflächen erzielt, aber in einer unharmonischen Führung, die wir eigentlich nicht wollen. Also sie ist technisch ein bisschen aufwendiger, weil wir mehr Seilrollen benötigen. Sie bietet keine zusätzlichen Grünflächen und sie wirkt unharmonisch, insbesondere wenn Sie die Bergbahnstraße hochschauen mit den durchgehenden Häuserfronten und dieser gleichmäßigen Aufteilung und Parallelität, wäre da eine schräg verlaufende Trasse aus unserer Sicht nicht harmonisch. Deswegen würden wir da gern drauf verzichten. Wir haben weitere Anpassungen, da habe ich bereits schon einiges erwähnt, an den Stationen der Unterführung vorgenommen. Also einerseits die Integration des Treppenabgangs in die Station, also in die Talstation, die Möblierung im Außenbereich. Wir haben aber auch die Gestaltung der Stützwand, die wir umsetzen wollen, haben hierfür auch Finanzmittel eingestellt, damit die, damit die sichtbare Wand an der Unterführung gestaltet werden kann, künstlerisch. Wie das dann genau aussieht, das werden wir dann noch sehen. Es gibt ein Beleuchtungskonzept in der Unterführung, das wurde ebenfalls aus dem Workshop mitgenommen. Auch das sehen Sie in der Beschlussvorlage, da gibt es auch so ein Dunkelbild drin mit so einem Lichtstreifen an der Unterkante und der einzelnen Treppenbeleuchtung. Auch die Treppe haben wir dann noch ergänzt im weiteren Nachgang. Die ursprüngliche Planung hat keine Treppe vorgesehen, die von der Unterführung nach oben in die Turmbergstraße führt. Auch dies eine weitere Überarbeitung im Nachgang zu den Workshops, das wir im letzten halben, dreiviertel Jahr vorgenommen haben. End- und Bewässerung der Grünflächenreduzierung der Versiegelung im Bereich der Unterführung, auch das haben wir mitgenommen und werden das umsetzen. Ebenso, jetzt müsste man auf die nächste Folie. Ach, ich habe es so. Ach, besser.
Noch kurz ein Blick auf die nächsten Schritte. Aktuell, wir haben ja den Rücklauf aus dem Scoping-Verfahren des RP Karlsruhes erhalten. Wir sind momentan oder haben die Rückläufe begutachtet, sind momentan in Abstimmung mit dem RP Karlsruhe, wie wir mit der einen oder anderen Formulierung umgehen. Man kann so viel sagen, dass eigentlich der Rücklauf aus dem Scoping mehrheitlich positiv war. Es gibt natürlich Bedenken von dem einen oder anderen und diese Bedenken zielen aber eher auf das Gesamtprojekt und nicht auf den Untersuchungsumfang im Scoping. Also das Ziel des Scoping ist, den Untersuchungsumfang für die Umweltverträglichkeitsprüfung festzulegen, für die wir uns ja freiwillig entschieden haben, diese durchzuführen. Also der Untersuchungsumfang wird sich da jetzt nicht relevant vergrößern oder verändern. Wenn dies jetzt auch die Zustimmung findet vom Regierungspräsidium, wird der UVP-Bericht erstellt, dann werden die Planfeststellungsunterlagen zusammengeführt und wir rechnen im zweiten Quartal mit einer Einreichung der Unterlagen beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Dann würde das eigentliche Planfeststellungsverfahren starten. Die Bearbeitungsdauer eines solchen Verfahrens können wir nicht bestimmen, wir können sie nur abschätzen und aus unserer Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnten mit den Projekten können wir sagen, dass so eine Bearbeitungsdauer im besten Falle bei einem Jahr liegt, das wäre zügig, im schlechteren Fall bei zwei, manchmal auch 2,5 bis 3 Jahre, so lang über die Dauer eines Verfahrens. Wenn das Verfahren beendet ist und es gibt einen Planfeststellungsbeschluss, ist das gleichzusetzen mit einem Baurecht. Also wir dürften dann bauen, gehen aber auch davon aus, dass der Planfeststellungsbeschluss möglicherweise beklagt wird. Und dann müsste man sich dann vor den zuständigen Gerichten nochmal austauschen. Die Bauzeit, wenn es dann zum Bau kommt, wird etwa bei 1,5 Jahren liegen, ganz grob. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ja, parallel dazu jetzt zum Planfeststellungsverfahren werden wir natürlich die Finanzierungsanträge beim Land einreichen, um die anvisierte und bereits in Aussicht gestellte Zuschüsse offiziell zu beantragen. Wir gehen mit Zuwendungen über 50% aktuell davon aus, dass die Maßnahme mit mehr als 50% bezuschusst wird. Wir kommen jetzt zu den Ergebnissen aus den Workshops und den Entscheidungen, die Sie zu treffen haben. Noch nicht, ich will sie nur noch mal kurz vorstellen. Wir haben hier die Heckengestaltung und das Zaunthema. Es war ja immer die Frage, macht man den Zaun dicht mit Grün oder macht man, wie im zweiten Bildchen hier zu sehen, eine eher durchlässige, lückenhafte Begrünung, in dem auch beim Zaun die Designsprache der Talstation mit fortgeführt wird nach oben. Das wäre die Ergebnisse aus dem Workshop 1. Das Ergebnis aus dem Workshop 2 ist, dass man sich über die beiden Fahrzeugformen entscheiden muss. Links die moderne und rechts die eher klassische Form. Und ebenfalls aus dem Workshop 2 hat man sich auch nicht für eine finale Entscheidung durchgerungen, sondern hätte die eben gerne hier in diesem Gremium entschieden über die Farbgebung gelb-rot, badisch, Durlacher, Karlsruher Farben, wie auch immer, oder eben dezent silber zurückhaltend mit farbigen Akzenten, hier jetzt für beide Varianten dargestellt, einmal in der modernen Form und einmal in der klassischen Form. Und das war es jetzt eigentlich von meiner Seite über einen kurzen Zusammenschluss und ich übergebe an Herrn Högelmeier. Dankeschön. Ja, ich würde noch ganz kurz ergänzen wollen, da Sie jetzt auch seitens der SPD-Fraktion nochmal den Antrag bezüglich der Mittelstation gestellt haben. Also auch hier nochmal kurze Erläuterung. Mittelstation würde ja tatsächlich bedeuten, in der Mitte der Strecke, dort wo wir die Ausweichstellen haben und die beiden Fahrzeuge sich treffen. Diese Stelle liegt in einem Bereich, wo wir es als nicht sinnvoll erachten, eine Mittelstation zu machen. Eine Zwischenstation dagegen kann an einer anderen Stelle installiert werden. Dort treffen sich aber die Fahrzeuge nicht. Und dadurch habe ich natürlich einen doppelten Halt. Das heißt, das Fahrzeug
hält bei der Bergauffahrt und das entgegenkommende Fahrzeug hält gegebenenfalls dann bei der Bergabfahrt. Wir haben ja den Auftrag aus dem Gemeinderat aufgenommen, auch in unseren Planungen, dass wir die technischen Voraussetzungen schaffen, eine Zwischenstation nachzurüsten. Das ist auch in den Planungen berücksichtigt. Wir haben aber eben aus dem Gemeinderat auch den Auftrag mitgenommen bisher, diese nicht mit dem Neubau direkt zu realisieren. Und so sind bisher auch die Planungen ausgelegt. Und wenn Sie heute, da muss ich einfach nur darauf hinweisen, wenn Sie heute beschließen, dass wir hier diese Mittelstation direkt berücksichtigen sollen, Mittel- oder Zwischenstation direkt berücksichtigen sollen, bedeutet das zum einen, dass wir nochmal in gewisse Planungen einsteigen müssen, weniger jetzt hier auf der fahrzeugtechnischen Seite, sondern vielmehr natürlich die Station planen, die Zuwegungen zur Station planen müssen, die entsprechenden Zuwegungen und Erreichbarkeit planen müssen, was natürlich sicherlich jetzt dann nochmal den einen oder anderen Monat benötigt. Und zum anderen, insofern das in die Planfeststellung eingeht, diese dann auch bauen müssen. Unser Weg wäre und unser Vorschlag und Bitte, dass Sie dem vielleicht auch folgen könnte, wäre eher, dass wir, wie wir es zugesagt haben, diese technisch berücksichtigen und insofern wir dann nach Inbetriebnahme der neuen Turmbergbahn gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass eine Zwischenstation notwendig ist, diese dann technisch planen und auch entsprechend genehmigen lassen. Das wollte ich nur ergänzen, nachdem ja der Antrag jetzt von Ihnen gestern noch eingereicht worden ist. Und ja, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sind natürlich für alle Fragen zur Verfügung. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Noe. Ja, sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Verlängerung der Turmbergbahn bis hinunter ins Tal ist eine historische Chance. Eine historische Chance, die wir eben verwirklichen können auf einer über 100 Jahre alten Freihaltetrasse. Es ist die Chance für ein neues urbanes Verkehrskonzept, nicht nur dort vor Ort, sondern für den ganzen Turmberg und für Durlach und den Karlsruher Osten. Mein Dank an den Herrn Högelmeier und die Verkehrsbetriebe für die guten Diskussionen im Rahmen der Workshops und der digitalen Bürgerinformation. Wir hätten uns, glaube ich, alle gewünscht, man hätte es in Präsenz machen können. Corona hat es nicht zugelassen. Was ich eben aber hier nochmal sagen möchte, ist, entgegen der Stimmen in manchen sozialen Medien, wo behauptet worden ist, da wäre nur irgendwie ein kleiner Kreis gewesen bei diesen Workshops und die hätten da ausschließlich über Farbe gesprochen, dem will ich widersprechen und ich danke, dass Sie das nochmal dargestellt haben. Denn es wurde beileibe nicht nur über Gestaltung gesprochen. Es wurde in diesen Workshops wirklich neue Ideen entwickelt, wie zum Beispiel diese Absenkung des Schutzzaunes, was aus den Kreisen der Ortschaftsräte, ich glaube, es war von der Grünen Fraktion, angeregt wurde und was geprüft und übernommen werden konnte. Auch die Neugestaltung der Talstation und die Gestaltung des Kfz-Verkehrs für die Anwohner wurde dort besprochen und positiv weiterentwickelt. Und es ist einfach falsch, wenn behauptet wird, dass diese Workshops nur ein Feigenblatt waren, ganz im Gegenteil. Diese Workshops waren Bürgerbeteiligung nicht nur von Angehörigen der Kommunalpolitik aus Durlach, es waren auch durchaus Stadträte aus Karlsruhe da, die das Projekt sehr kritisch gesehen haben. Wir wissen, welche Fraktion das ist, die auch im Gemeinderat dagegen war. Diese Stimmen wurden erhoben und wurden diskutiert. Sie haben dort nur keine Mehrheit gefunden. Es waren anwesend der Bürgerverein, es war anwesend die Behindertenbeauftragte und Vertreter der Fahrgastverbände. Es war ein sehr positiver Rahmen und das Ergebnis, was wir heute in der Tischvorlage haben, kann sich sehen lassen. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch einige Punkte, die ich im weiteren Verwaltungsverfahren gerne noch mal etwas besser berücksichtigt sehen würde. Und zwar die Bedürfnisse der Anwohner und Geschäftsleute im Hinblick auf den Straßenverkehr
und die Parkplätze. Ja, ich sehe das Runzeln der Geschäftsleute. Es gibt da unten Geschäftsleute, nämlich im Bereich der Bergbahnstraße. Die Apotheke ist schon angesprochen worden. Die Apotheke und die daneben liegende Hausarztpraxis haben da Parkplätze momentan. Und die ist für die mobilitätseingeschränkte Kundschaft da unten wirklich essentiell. Ich habe jetzt in den Plänen gesehen, da ist neu ein Fahrradstellplatz vorgesehen. Der macht auch absolut Sinn, aber vielleicht können wir den auf die andere Seite der Bergmannstraße verlegen, dass dort diese ältere Bevölkerung auch künftig die Möglichkeit hat, den Hausarzt und die Apotheke aufzusuchen und dort kurzfristig halten zu können. Dann weiterhin auch auf der Südseite der Bergbahnstraße. Die Straße ist ja breit genug für einen Zweirichtungsverkehr. Es gibt Argumente, die sagen, es gibt vieles, was für den Einrichtungsverkehr spricht. Die ist aber eigentlich breit genug für den Zweirichtungsverkehr. Und ich möchte anregen, dass im weiteren Fortgang des Verfahrens hier mit den Anwohnern nochmal gesprochen wird, ganz klar. A, wollt ihr in beide Richtungen fahren? B, wollt ihr da Parkplätze? Weil beides zusammen ist nicht so einfach möglich. Ja, aber ich denke, da könnte man den Anwohnern entgegenkommen und können sagen, okay, wenn ihr da runterfahren wollt, dann müsst ihr eventuell auf die Parkplätze auf der Straße verzichten oder auf zumindest einige von denen. Dann der Zusatzantrag, der uns von den Kollegen der SPD heute Nacht noch reingereicht wurde. Der Durlacher Ortschaftsrat hat, glaube ich, schon mal beschlossen, dass wir diese Zwischenstation haben wollen. Ja, und das sehe ich genauso, dass wir die brauchen. Ob diese Zwischenstation, ob die jetzt auf der Basis oder auf der Höhe der jetzigen Talstation ist oder vielleicht weiter oben am Wolfweg, da würde man noch mehr Bewohner, noch mehr Anwohner erreichen. Und ich glaube, das wäre diese Zwischenstation eine gute Möglichkeit, auch die Kritiker in der Anwohnerschaft da oben mitzunehmen, auf die Reise in die Zukunft, auf den neuen Verkehr dort oben. Jetzt möchte ich noch ein paar Sätze sagen zu den Themen der Gestaltung, über die wir heute ja auch abstimmen wollen. Wer mich kennt, weiß, ich bin großer Freund des historischen Schienenverkehrs. Aber wir haben da keine Museumsbahn. Die ausrangierten Wagen, ich glaube, da gibt es auch schon Interessenten dafür, die werden sicher ein ehrendes Denkmal in Durlach erhalten. Wir schaffen hier ein mutiges, neues, urbanes Verkehrsmittel. Klimaneutral, barrierefrei und autonom. Und das muss sich auch im Design widerspiegeln. Das Design muss modern sein, weil es muss Lust machen, das Auto stehen zu lassen, da einzusteigen und mit der neuen Turmbergbahn auf den Berg zu fahren. Die Leute müssen über das Design streiten, die müssen darüber sprechen. Design ist ein wichtiges Kommunikations- und Marketinginstrument. Ich habe hier mal was mitgebracht, es läuft im DB-Museum momentan eine Ausstellung, Design und Bahn, genau unser Thema. Wir sind Teil einer modernen Großstadt und schaffen eine urbane Mobilität des 21. Jahrhunderts. Was wir nicht brauchen, ist eine alte Schale, die wir um den neuen Kern drumherum machen. Wir brauchen kein Disneyland, was außen alt aussieht und unten drunter modern ist. Wir brauchen keine Nachahmung der Bahn im Stil der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Bahnen in den 60er Jahren, auch die davor, die waren zu der damaligen Zeit auch modern und waren da auch umstritten. Karlsruhe und Durlach, Stadt der Wissenschaft und der Technik, jetzt UNESCO City of Media and Arts. Wir brauchen modernes, mutiges Design und auch diesen Zaun kann man sehen lassen. Ich glaube, da können wir auch ein Design nehmen. Wenn er das technisch schon sein muss, darf der Zaun wenigstens schick sein. Und wir brauchen die leuchtenden Karlsruher, Durlacher, badischer Farm als Verbundenheit, Zusammenhalt mit unserer badischen Heimat. Und nicht umsonst haben die Verkehrsbetriebe ja diese Farben auch im Corporate Design und haben sich eben nicht für die Farben der Landesverkehrsgesellschaft Schwarz-Gelb entschieden, sondern wir wollen die badischen Farben. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Köster. Da wir jetzt ja offensichtlich mit rein in umfangreiche Stellungnahme geraten sind, stelle ich meine Frage gegen Ende eher erst. Ich habe nur zwei Fragen. Der Herr Pötsche. Ja, eigentlich wollte ich auch noch ein paar Fragen stellen, aber wie der Herr Köster festgestellt hat, scheinen wir jetzt ja schon im Statement oder in den Stellungnahmen drin zu sein. Insofern schließe ich mich mit Herrn Köster an und stelle meine Fragen später und komme direkt zur Stellungnahme unserer Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir erreichen heute eine weitere Etappe auf dem Weg zu einer echten barrierenfreien Turmbergbahn, einer Berg- und Talbahn, die nicht in der Mitte des Berges endet und der Möglichkeit, dem überhandnehmenden Pkw-Verkehr auf dem Turmberg mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen.
Und wir erreichen die Etappe einer Einbindung der Turmbergbahn als vollständigen Bestandteil des ÖPNV-Netzes. Unsere Fraktion unterstützt weiterhin das Projekt Turmbergbahn und freut sich auf den weiteren Verfahrens- und Projektablauf. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses an diesem Projekt möchte ich noch ein paar Punkte ansprechen. Es wird in der öffentlichen Diskussion zur Verlängerung der Turmbergbahn gerne beim Argument Barrierefreiheit und Erreichbarkeit des Turmbergs dahingehend argumentiert, da kann einem Betroffenen, der sich schwer tut mit dem Weg zur Turmbergbahn, sicherlich doch irgendeiner helfen. Oder irgendwie geht das doch. Ging doch schon immer, geht doch schon seit Jahren so. Aber wir entwickeln uns als Gesellschaft zum Glück weiter. Von Barrierefreiheit spricht man, wenn Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und Wohnungen, Verkehrsmittel und Freizeitangebote so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Dieses Ziel umzusetzen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns verpflichtet sehen. Die Verkehrsbetriebe haben seit ihrer letzten Projektvorstellung im Oktober 2020 mit Hilfe dreier Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und der Politik auf einige aufgeworfenen Kritikpunkte reagiert. Sie haben reagiert durch eine teilweise Ablöschung des Grünstreifens, die eine Reduzierung der Zaunhöhe zum Teil auf 1,50 Meter ermöglicht. Sie haben reduziert durch ein reduziertes Zaundesign inklusive Bepflanzung, die zu einer optischen Beruhigung der Trasse beiträgt und vermeidet einen Wandcharakter, den wir bei den ersten Bildern noch gesehen haben. Und sie reagiert dadurch, dass die Talstation planerisch und optisch optimiert wurde. Wir denken, dass das dank eines des Gemeinderatsbeschlusses noch zu erstellende Modell der neuen Turmbergbahn inklusive Station und Strecke uns eventuell noch weitere Anregungen für Optimierung liefern wird. Die notwendigen Anpassungen und Auswirkungen auf den fahrenden und ruhenden Pkw-Verkehr erscheinen uns schlüssig, nachvollziehbar und akzeptabel. Für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sicherlich in der Anfangsphase eine ungewohnte Veränderung, mit der sie sich unserer Ansicht nach jedoch gut arrangieren werden. Die Unterbindung von Schleichverkehr von der Rittnerstraße kommen, bringt Vorteile für das Wohnviertel. Ich möchte als Sprecher unserer Fraktion bei diesem Tagesordnungspunkt nicht verschweigen, dass es innerhalb unserer Fraktion auch kritische Stimmen zum Vorgehen der Verkehrsbetriebe gibt. Ich möchte hier exemplarisch meine Kritik in der Ortschaftsratssitzung vom Oktober 2020 nennen, als ich bemängelte, dass die Verkehrsbetriebe mit nur einer technischen Wagenlösung zu uns in den Ortschaftsrat kamen und diese als gesetzt und entschieden vorstellten. Das empfinden wir nicht unbedingt als den offenen und transparenten Vorgang, den so eine stadtbildprägende Maßnahme verdient hätte. Gut ist, die Verkehrsbetriebe haben damals reagiert in Workshops Detailfragen diskutiert und gute Lösungen erarbeitet. Eventuell hätten die Verkehrsbetriebe noch den Mut aufbringen sollen, auch betroffene Anwohner mit in die Workshops einzubinden. Unabhängig jedoch davon, herzlichen Dank unserer Fraktion an alle Workshop-Teilnehmer für deren Arbeit und Engagement in dieser Sache. Zum Thema der Mittelstation äußern wir uns erst, wenn der Antragsteller seine Beweggründe für diesen erneuten Antrag einer Mittelstation infolge dieser Diskussion dargelegt hat. Zusammengefasst, unsere Fraktion stimmt der Beschlussvorlage zur Einleitung der Planfeststellung zu und empfiehlt dies auch dem Gemeinderat. Wir werden das weitere Planfeststellungsverfahren positiv und trotzdem kritisch auf seinem Weg zum Planfeststellungsbeschluss begleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kriener. Ja, auch meine Fraktion wird dem Planfeststellungsverfahren hier zustimmen. Wir sehen das ähnlich wie die Vorredner als große historische Chance für eine Weiterentwicklung, nicht nur in Wörlach, sondern auch gesamtstädtisch gesehen. Wir verstehen natürlich auch die Bedenken der Anwohner und ich verstehe auch, dass der Blick, den Sie die letzten 20, 30, 40 Jahre aus dem Fenster gehabt haben, kein anderer sein wird. Der muss aber nicht unbedingt schlechter sein. Aber er wird anders aussehen.
Und ich hoffe und ich denke immer noch, dass man hier gemeinsam ein Projekt hinbringt. Für uns ist ganz klar im Vordergrund diese Chance nutzen. Und das tun wir heute mit dem Beschluss, der jetzt nachher ansteht. Zu dem Antrag der SPD muss ich auch sagen, ich war ziemlich überrascht, eigentlich war ich auch angefressen, so ehrlich muss ich auch sein, weil uns liegen der Vorgehensweise, wie wir es im Ethischen Rat besprochen hatten, da jetzt plötzlich wieder ein Fass aufgemacht wird, das überhaupt nicht notwendig war, weil nämlich die Verkehrsbetriebe von Anfang an hier zugesichert haben, dass sie diese Zwischenstation mit aufnehmen werden und wenn es dann nötig ist und sich herausstellt, dass es erforderlich ist, dass man es dann auch nachbeschieben. Nur verstehe ich nicht, warum man dann immer noch hinterher irgendwelche Sachen hinterher schiebt, eine neue Fässer aufgemacht. Rundum, ich habe es gesagt, wir werden Ihnen zustimmen und die einzelnen Beschlüsse nachher durchführen. Vielen Dank. Herr Dr. Rausch. Ja, ich versuche mich im Namen der SPD-Fraktion einigermaßen kurz zu fassen. Selbstverständlich steht die SPD-Fraktion zur Erweiterung der Thurnbergbahn. Worüber stimmen wir heute ab? Wir stimmen über drei Gestaltungsmöglichkeiten ab. Das heißt ja erstmal bezüglich des Zaunes noch nicht, dass der Zaun auch so kommt. Ob er kommt und ob man ihn überhaupt braucht, wird im Planfeststellungsverfahren entschieden. Bisher haben wir über die vermeintliche gesetzliche Erforderlichkeit dieses Zaunes nur die Normen, wenn überhaupt, gehört. Darüber muss das Regierungspräsidium befinden. Das hat sich am geltenden Recht zu orientieren. Diese Lösung muss dann also im Planfeststellungsverfahren gefällt werden. Nur, damit jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck entsteht, wir planen hier jetzt schon einmal einen Zaun und der Rest kommt dann irgendwann hinterher. Das wäre der Sache nicht gerecht. Also, wenn wir jetzt hier uns für eine Gestaltungsmöglichkeit des Zaunes entscheiden, dann sagen wir, wenn der Zaun kommen muss, dann soll er aber so oder so oder so aussehen. Und das Gleiche gilt bezüglich der Fahrzeuge. Zu dem Initiativantrag würde ich dann gerne namens der Fraktion Stellung nehmen, wenn über den dann die Entscheidung aufgerufen ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Jessil. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Herr Högelmeier und Herr Wagensommer. Wir Freien Wähler stehen für Bürgerbeteiligung. Daher steht für mich als Teilnehmerin der drei Workshops zur Thurnbergbahn fest, die Verlängerung der Thurnbergbahn ist ein Gewinn für Durlach und für unsere Region. Wir stimmen der Beschlussvorlage zu. Zum Design. Design ist Geschmackssache und man kann sich darüber streiten. Die neue Bahn zu Durlach muss passen. Ja, und weitere Ausführungen zu unserem Abstimmungsverhalten erfahren Sie von meinem Ratskollegen. Vielen Dank. Will der Kollege gleich was dazu sagen? Dann hätte man das erledigt. Dann mache ich das, auch wenn ich mich gemeldet habe. Vielen Dank, Frau Ortsvorsteherin, dass ich das Wort bekomme. Vielen Dank, Herr Högelmeier. Herr Wagensommer. Ja, wir stimmen der Zulage zu, denn ich denke, es ist tatsächlich eine historische Chance. Die Verlängerung, die schon geplant wurde, ich habe jetzt mal nachgelesen, im frühen 20. Jahrhundert und bereits 1915 erhielt die Bergbahnstraße ihre heutige Form. Seit 1915 ist eine Verlängerung in irgendeiner Art und Weise vorgesehen. Zwischenzeitlich hatten wir dann einen großen Weltkrieg, in dem, glaube ich, nur kurzfristig die Bahn ausgesetzt hat und nach dem Weltkrieg durch die Zerstörungen. Das heißt, es ist eine der Bahnen, die am längsten in Deutschland am Stück gelaufen ist. Und sie würde wahrscheinlich heute auch in der gleichen Form weiterlaufen, wenn nicht die Betriebsgenehmigung und natürlich ihr technischer Zustand nicht irgendwann mal auslaufen. Das heißt, jeder in Durlach, der sich mit der Thurnbergbahn beschäftigt, dort wohnt oder zugezogen ist, weiß, irgendwann wird jetzt die Verlängerung
kommen. Das heißt aber nicht, dass wir kein Verständnis haben für die Anwohner, die dort auch betroffen sind. Jede Veränderung. Und ich bin ja einer, der sicher auch aktiv, obwohl ich nicht Betroffener war, für eins der größten Projekte der Kombilösung gestellt hat. Ob ich recht habe oder nicht, ich weiß nur, sie ist wirklich teuer geworden. In dem Fall ist es was anderes, denn wir haben eine direkte barrierefreie Anbindung. Wir haben Alternativen, die auch von Bürgern, der Kollege Neu und meine Kollegin waren ja auch bei den Workshop, die wirklich ansprechend sind, die kommen. Und wir haben, wenn ich das sehe, in den letzten 8 Jahren dieses Thema hier an dieser Tischvorlage, glaube ich, gute 22 Mal bereits besprochen und glaube 6 Mal wir Freien Wähler im Gemeinderat und vor kurzem gemeinsam mit der CDU auch einen Antrag gestellt, dass man ein Modell bekommt, maßstabgetreu, damit man einfach sieht, welche Form und welche Größe hat das Projekt. Sicherlich, man kann über die Ausführung des Zauns streiten, man kann über das Design streiten, aber es ist Durlach und die Entscheidungen, die wir nachher fällen werden, sind für jeden Einzelnen von uns frei. Es gibt für uns keinen Zwang, jeder wird seinen Geschmack äußern. Und im Rahmen des Feststellungsverfahrens werden wir ja dann auch sehen, wie die endgültige Form, was machbar ist, wie die Gestaltung ist, ob die Straße jetzt zweispurig ist, einspurig, wie die Parkplätze sind und wie der Kollege Neu sagte, ob der Fahrradstellplatz oder der Bikeplatz rechts oder links ist. Das sind alles Kleinigkeiten, die sich tun und auch hier heute das Go von uns bekommen. Auch in den Jahren, es gab sehr viele kritische Fragen, die wir gestellt haben zu dieser Verlängerung, Sachstandsberichte, die wir hatten. Aber wir sehen, jetzt kommen wir tatsächlich in die Endphase. Ja, es gibt einiges zu bemängeln und auch der Autor dieses Flugblattes, ich möchte ihm danken, dass er sich auch diese Mühe gemacht hat, hat einige Punkte angesprochen und wenn Sie es nicht haben, stelle ich ihn zur Verfügung. Ich weiß, im Rahmen des Feststellungsverfahrens werden Sie auch diese Punkte angehen und Sie haben es ja angedeutet, man muss damit rechnen, dass auch geklagt wird. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, es wird ein Projekt und eine Chance, die zu Durlach passen wird, die zur Region unserer Stadt passen wird. Und ich habe auch Vertrauen in diesen Rat, dass, was wir heute entscheiden, letztendlich das sein wird, dass die Bahn die nächsten 100 Jahre tragen kann. Unsere Zustimmung, je nachdem, wie sie nachher beim Design ist, wird halt die Mehrheit entscheiden. Und halt noch eins, wenn ich schon rede, der Kollege Rausch wird nachher das Thema Mittelstation ansprechen. Wir sind da schmerzlos, wir haben Verständnis und haben das ja auch gewünscht im Ortschaftsrat, aber wir müssen einfach sehen, ob das gestaltbar, realisierbar und bezahlbar ist. Aber der Kollege Rausch wird mit seinem Antrag dann ins Detail gehen. Und dann überlasse ich dem nächsten Redner jetzt das Wort. Vielen Dank, Herr Brucker. Sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, jetzt muss ich leider ein bisschen den Rufer in der Wüste spielen, den einsamen Rufer. Die Planungen für eine Verlängerung der Turmbergbahn haben vor einigen Jahren schon begonnen. Eine heute schon nicht mehr ganz aktuelle Kostenschätzung von 2020 veranschlagte rund 21 Millionen Euro. Vor ein paar Wochen war in den BNN von 23 Millionen die Rede, aber sei dahingestellt. Im Oktober vor knapp anderthalb Jahren, 2020, haben sich unser Ortschaftsrat und der Gemeinderat für eine Verlängerung der Turmbergbahn bis runter an die B3 oder an die Endhaltestelle ausgesprochen, jedoch damals noch ohne Detailkenntnisse der tatsächlichen technischen Pläne oder der Umsetzung. Letzten Sommer fanden dann die 3 besagten Gestaltungsworkshops statt, bei denen jedoch am Kern der Pläne nicht mehr viel zu rütteln war. Ich
verweise zum Beispiel auf die nicht mehr Möglichkeit für PKWs, die aus der Posseltstraße rüberfahren wollen in die Kastellstraße, dass da sozusagen jetzt nichts mehr möglich ist. Daran, an solchen Punkten war nichts mehr zu diskutieren. Ich selbst habe auch an allen drei dieser Workshops teilgenommen. So, jetzt zum Kern meines Standpunktes. Leider befinden wir uns seit 2 Jahren in einer Pandemie, die tragischerweise viele Menschenleben gekostet, viele Existenzen zerstört hat, aber auch riesige Löcher in alle öffentlichen Haushalte geschlagen hat und nach wie vor schlägt. Vor wenigen Tagen hat die Landesregierung 90 weitere Millionen Euro dafür bereitgestellt, dass bis Ostern an den Schulen Schnelltests zur Verfügung stehen. 90 Millionen, mal eben wieder. Wir befinden uns also unbestreitbar in einer absoluten Ausnahmesituation. Es wird hier aber für meinen Geschmack so getan, als sei in den letzten 2 Jahren nichts geschehen. Angesichts der völlig veränderten Randbedingungen plädiere ich aus Sorge um die zukünftigen Finanzen unserer Stadt und die Bürger, die dann damit zu tun haben werden. Ich plädiere dafür, die Planungen für eine Verlängerung der Turmbergbahn sofort auf Eis zu legen und lediglich noch die Instandhaltung bzw. Modernisierung auf der bestehenden Trasse weiter zu verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Anna Frei. Vielen Dank. Das war ja eine Berg- und Talfahrt, die uns jetzt an diesen großen Meilenstein gebracht hat. Sowohl von der Art und Weise, wie dieses Vorhaben in der Presse diskutiert wurde. Wir haben hier im Ortschaftsrat viel diskutiert und viel gestritten. Und ich glaube, wir haben keinen Punkt unbehandelt gelassen und das uns wirklich gut überlegt, was wir hier an dieser Stelle machen. Die Turmbergbahn als eine autonom fahrende Bahn, die damit auch endlich barrierefrei sein wird und bis runter zur Hauptstraße verlängert ist, ist überfällig, wird jetzt auch nicht von heute auf morgen dann gebaut und stehen. Also es ist auch weiterhin noch ein langer Weg, der vor uns liegt, wird auch weiterhin ein wahrscheinlich steiniger Weg werden, aber jetzt heute zum Planfeststellungsverfahren zuzustimmen, ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Was ich sehr gut finde bei diesem Verfahren, ist, dass Einwürfe, dass Anregungen immer angenommen worden sind und dass ich da auch wirklich einen Verbesserungsprozess beobachten konnte. Das finde ich sehr gut, das sollten wir uns als Vorlage auch für weitere Vorhaben und Prozesse nehmen. Ich finde, die Beteiligung der Öffentlichkeit war wirklich vorbildlich in diesem Verfahren. Man sieht es selten, dass an kommunalen Projekten wirklich so intensiv Anteil genommen wird. Dass wir jetzt heute noch über die optische Ausgestaltung mit abstimmen, ist so eine Kleinigkeit am Rande, auch eine wichtige Kleinigkeit. Da freue ich mich auf die Abstimmung und gehe davon aus, dass wir da auch nicht ganz einhellig einer Meinung sein werden. Aber wir sitzen hier alle für Durlach und streiten für Durlach und ich freue mich auf die Abstimmung. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bedanke ich mich auch dafür. Ich habe jetzt noch einige Wortmeldungen in zweiter Runde. Will jetzt aber vielleicht gerade noch mal kurz, Herr Högelmeier, Sie bitten. Es sind ja jetzt viele Dinge angesprochen worden, auch richtige Dinge, und dafür danke ich auch. Es ist nämlich, glaube ich, wirklich eine große Chance für Durlach und ganz Karlsruhe. Aber es sind auch so gerade zum Thema Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und das ist auch so ein Punkt, der in der Öffentlichkeit immer auch mal diskutiert wird, wie kann die Stadt Karlsruhe jetzt so viel Geld ausgeben, wo wir doch auch so schlechte Haushaltssituationen haben. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert aber meist nicht nur auf der Höhe der Investition, sondern auch welche Folgekosten das man hat. Und wer diesen Prozess von Anfang an verfolgt hat,
auch öffentlich, in öffentlichen Sitzungen verfolgt hat, und zu denen gehöre auch ich, über diese ganzen, wir haben es Ihnen ausgelegt, x Termine in öffentlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Ortschaftsratssitzungen, in öffentlichen Gemeinderatssitzungen und ähnlich, der weiß, dass diese Frage der Wirtschaftlichkeit eine der ersten war, derer sich die VBK angenommen hat. Ich mag es eigentlich ungern stehen lassen, dass wir unnötig Geld ausgeben, wo wir es eigentlich mit der reinen Wiederherstellung der jetzt bestehenden Turmbergbahn so viel schlauer und so viel wirtschaftlicher wären, als jetzt mit der anderen. Die anderen Aspekte, Anbindung an den KVV, durchgehende Verbindung des ÖPNV, Barrierefreiheit, die uns im Gremium immer wichtig ist, all diese Dinge, die sind ja auch schon gesagt worden, aber vielleicht könnten Sie auch zu den einen oder anderen Punkten auch aus Ihrer Sicht vielleicht noch mal klarstellen. Und dann machen wir weiter mit der Runde. Ja, vielen Dank erstmal noch für die neuerlichen Anregungen. Und der ganz normale Weg ist ja jetzt eben auch, dass wenn wir dann in einem Planfeststellungsverfahren einsteigen, dass dann ja wieder die komplette Öffentlichkeit, die ganzen Träger öffentlicher Belange und jeder Einzelne ja dann auch nochmal seine Rückmeldung dazu geben kann und dann eben auch mit dem Regierungspräsidium gemeinsam dann gewisse Veränderungen dann eben auch abgefragt werden und diskutiert werden. Und von daher haben wir da auf jeden Fall die Möglichkeit, dann auch im Rahmen des Verfahrens auf neue Erkenntnisse oder weitere Anregungen einzugehen. Was das Thema der Wirtschaftlichkeit angeht, wir haben ja bereits 2017, wie wir mit den Planungen gestartet sind, ein Gutachten erstellen lassen, was denn oder wie die Wirtschaftlichkeit der in verschiedenen Varianten sich darstellt. Und wir haben dieses Gutachten jetzt ja auch erneuern müssen, weil auch entsprechend ja allen zugänglich. Und dieses Gutachten bestätigt ja auch, dass wir eben insgesamt unter den ganzen Aspekten, was Umsteigeverbindungen angeht, was Gewinnung von Fahrgästen angeht, was die Attraktivität der Turmbergbahn angeht, dass diese Verlängerung der Turmbergbahn die wirtschaftlichste und attraktivste Variante ist, die eben hier untersucht worden ist. Und von daher ist es unbestritten viel Geld, was hier investiert wird. Aber wenn man die Turmbergbahn weiter betreiben möchte, unter diesem Gesichtspunkt ist es immer noch die wirtschaftlichste Variante. Und wir haben, das möchte ich gerade noch mal kurz darauf eingehen, wir haben ja einen Preisstand mit 20,9 Millionen Euro aus dem Jahr 2020. Und wir haben mit uns, und das ist kein Planungswert, das ist kein geschätzter Wert, sondern das ist das Ergebnis einer Ausschreibung. Und diese Ausschreibung beinhaltet lediglich, in Anführungszeichen, eine Sicherheit sowohl für den Lieferanten wie auch für uns, nämlich dass der Lieferant damit rechnen kann, dass sein angebotener Preis, und diese 20,9 Millionen sind nicht nur der Preis des Lieferanten, sondern das sind auch die Abbruchmaßnahmen, die Anpassungsmaßnahmen im Straßenraum und so weiter hinterlegt, dass dieser Preis des Lieferanten fortgeschrieben wird mit der tatsächlich per Index nachgewiesenen Preissteigerung. Und das war für uns auch wichtig, dass wir nämlich wissen, jawohl, wir haben hier eine feste Absprungbasis, auf der können wir aufbauen. Und wir nehmen das Kalkulationsrisiko, das ja ansonsten von dem Lieferanten hätte eingepreist werden müssen, das nehmen wir raus, indem wir von vornherein sagen, gib uns einen Marktpreis für das Jahr 2020 und was danach kommt, wird ganz normal indexiert und damit haben beide die Sicherheit, wie sich der Preis entwickelt. Wir wissen es. Und der Lieferant weiß auch, dass seine Preissteigerungen, die bei ihm auftreten, dass die dann abgedeckt sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Ich habe jetzt den Herrn Malisius. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße nun auch die Vorlage und die Verlängerung, dass sie endlich kommt, der Thürnbergbahn. Aber ich habe genau die Frage zu den Kosten. Denn derartige große Projekte werden ja zunächst immer ganz minimal berechnet, damit die Zustimmung erfolgt. Und in der Endabrechnung ist es dann 2-, 3- oder 4-mal zu teuer. Und deshalb meine zwei Fragen. Die erste Frage, welchen Prozentsatz haben Sie für die Teuerungsrate, für die jährliche Teuerungsrate angesetzt? Und die zweite Frage nochmal, Sie haben zwar etwas schon beantwortet, aber nochmal, wie sicher sind wir, dass diese Kosten auch in dem tatsächlichen Rahmen bleiben? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, das war schon beantwortet, aber Herr Hügelmeier vielleicht nochmal. Also um es auf Ihre Frage nochmal konkret einzugehen. Wir haben für die Teuerungsrate, in Anführungszeichen, also der Index, der den Preis des Lieferanten fortschreibt, setzt sich zusammen aus dem Baupreisindex für Deutschland und dem Maschinenbaupreisindex aus Österreich, weil der Lieferant dann in Österreich produziert. So dass eben dieser angebotene Preis mit dem Mittel dieser beiden Indexe fortgeschrieben wird. Wir können jetzt natürlich hypothetisch hochrechnen, wir haben einen durchschnittlichen Index von 2%, von 4%, von 6%. Und wir haben natürlich, weil wir ja auch einen Förderantrag gestellt haben, natürlich eine gewisse Preisfortschreibung auch in unserem Förderantrag schon hinterlegt. Deswegen ist natürlich die beantragte Fördersumme mit Blick auf den Realisierungszeitraum höher als das, was bisher das Ausschreibungsergebnis war. Und so kann man quasi mit diesen Ansätzen dann eben das entsprechend fortschreiben. Und so kommen dann auch die 23 Millionen, die jetzt hier vorhin mal genannt worden sind, dann auch zustande, indem wir sagen, okay, bis wir realisieren, wird der Preis eben sich um so und so viel Prozent fortschreiben und so ist es dann auch in unseren Wirtschaftsplänen hinterlegt. Also von daher gehen wir da sehr offen und sehr transparent um und von daher, da wir eben das auf Basis der Ausschreibung kalkulieren können, gehen wir auch davon aus, dass wir im Kostenrahmen dann entsprechend bleiben. Vielen Dank. So, jetzt haben wir die Runde der Stellungnahmen erstmal rum. Jetzt standen noch Fragen an vom Herrn Köster, vom Herrn Pötsche, vom Herrn Ruf und von der Frau Dr. Klingert. Ja, also, ich habe zwei Fragen. Könnten Sie in Ihrer Präsentation noch mal ganz, ganz nach vorne bitte blättern, wo man die Ansicht der Talstation sieht? Ja, fast frontal. Ja, das reicht. Da habe ich eine Frage dazu rechts. Inwieweit können Sie zusichern, dass die Höhe dieses Gebäudes so sehr, sehr, sehr realistisch dargestellt ist? Und die zweite Frage, was mich bewegt, Sie haben den Ablauf jetzt im Planfeststellungsverfahren skizziert und dass Sie parallel die Ausführungsplanung angehen. Was ist der Unterschied zwischen den Plänen? Pläne haben wir ja bislang auch jetzt noch nicht gesehen, das sind immer noch Zeichnungen und Ansichten, die zum RP gehen, ins Planfeststellungsverfahren und dann den Ausführungsplanungen. Was ist da der Unterschied? Wo ist da der Detaillierungsgrad noch mal höher? Ich würde gerade kurz auf die erste Frage eingehen. Für die zweite ist dann der Herr Wagensommer, der Spezialist. Also wir haben die Darstellung jetzt mehrfach überprüfen lassen. Von daher kann ich Ihnen sagen, diese ist realistisch. Wir haben auch durch die Anpassung des Dachs gegenüber den ersten Planungen eine Reduzierung des Dachs, der Dachhöhe. Und wir haben
Wir haben es jetzt gerade noch mal vorhin auch nachgeguckt. Wir haben eine Dachhöhe von 5,40 Meter in diesem Bereich. Kann ich noch mal ergänzen? Die Planung für die Talstation wird mit BIM durchgeführt, also in BIM-Daten und in 3D-Qualität. Ich habe vom Architekten mehrmals die Schnitte zeigen lassen und die Höhenverhältnisse. Also das, was Sie da sehen, die 5,50 Meter, ist so realistisch übertragen auf dieses Foto. Vielleicht ist der Blickwinkel, der das kleiner erscheinen lässt. Auch ich hatte Zweifel und habe es aber mir zeigen lassen. Es ist so visualisiert. Die Station, darf man nicht vergessen, sitzt ein bisschen weiter hinten wie die Vorderkante der Apotheke. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen täuschen, vielleicht auch durch die Farbgebung. Noch zu der Höhe, 5,40 Meter, Oberkante der Attika des Gebäudes. Wir haben unten drunter 4,50 Meter Höhe, falls tatsächlich mal sich ein LKW-Fahrer total verirrt und da unten durchrutscht. Das müssen wir haben. Also zeigt jetzt auch nochmal die Größenverhältnisse. Frage 2 zu Ihrem Detaillierungsgrad in der Planfeststellung. Eine Planfeststellung ist angesiedelt als Phase in einem Planungsprozess nach der Entwurfsplanung. Wir werden also mit Entwurfsplanungsqualität, das ist auch das, was Sie hier auf diesen Plänen oder Planausschnitte, die es ja letztendlich sind, mit diesen Planen Qualität und Detaillierungsgrad werden wir in die Planfeststellung gehen. Das ist ausreichend, um die Auswirkung des Projekts und die Betroffenheiten zu regulieren und, wie heißt es so schön, so viel wie nötig muss eben drin sein. Also da jetzt schon durch eine Position von einem Mülleimer sich diese Stelle für alle Ewigkeit in eine Planfeststellung schreiben zu lassen, wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, das sollte man nicht tun. In der Ausführungsplanung geht es detaillierter, wir vergrößern den Maßstab, oder eigentlich wird er verkleinert, wenn man es umrechnet. Und da geht es dann auch jetzt um Profilstärken, wenn wir jetzt mal in das Talstationsgebäude reinschauen, was für Profile haben die Träger, was für Blechdicken, das sind dann Ausführungs- und Werkpläne danach, nach der Planfeststellung, wenn die durch ist. Frage beantwortet. Ja. Vielen Dank. Herr Ruf. Vielen Dank für die ganzen Vorstellungen. Es ist immer eine sehr spannende Diskussion, dieses Projekt begleiten zu dürfen. Freut mich sehr. Ich habe 2, 3 Detailfragen und noch 2 Verständnisfragen und einen Appell gleich zu Beginn. Da geht es, das wurde jetzt schon 2-mal angesprochen, ging es um die indizierten Kosten. Ich glaube, die meisten Bürgerinnen und Bürger sind mit so Verfahren nicht vertraut. Also ich kann nur daran appellieren, das möglichst oft immer wieder transparent zu erwähnen, also insbesondere, wenn da auch noch mehrere Indizes verwendet werden, dass diese 20.9 tatsächlich ein Wert aus 2020 waren, der fortgeschrieben wird. Einfach nicht müde werden, das immer und wieder zu wiederholen. Weil der öffentlichen Hand wird, glaube ich, bei der Vergabe nicht besonders viel zugetraut. Ne? Und vielleicht können Sie an der Stelle zeigen, dass Sie alles getan haben, um das besser zu machen. Die Fragen, die ich noch hatte zu dem Workshop letzten Juli, Gestaltung, da ging es Zaun um die Stationen und so weiter. Ein paar Themen, die sind vielleicht noch mal so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und die waren mir relativ wichtig. Einmal ging es um das Thema nachhaltiges Bauen. Ist definitiv ein Punkt der Ausführungsplanung, also Materialwahl. Ich würde mir einfach wünschen, dass das auch noch mal irgendwo auftaucht. Aber wie gesagt, eine spätere Leistungsphase. Dann das Thema Trassenüberwachung statt Zaun. Da war mein Stand, die DIN EN 12.9.29 erlaubt uns grundsätzlich solche Möglichkeiten, wenn sie eine gleichwertige Sicherheit bieten. Sie hatten damals beim RP angefragt und das RP hat erst mal gesagt, nee, können wir uns nicht vorstellen. Ich würde mir an der Stelle auch einfach nur wünschen, dass Sie auch bei den Planfeststellungsunterlagen vielleicht auf so eine Möglichkeit hinwirken. Natürlich unter Prüfung der Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Ein drittes Thema waren die Flächenbilanzen. Die hatten wir uns im Workshop auf die Agenda genommen, weil wir die Information hatten, dass der Sammler unten an der B3-Abwasser, dass der schon ziemlich ausgelastet sei. Und Sie hatten dann als Prüfauftrag mitgenommen, auszuwerten,
wie die ver- und entsiegelten Flächen, also in welchem Verhältnis die zueinander stehen, sodass wir möglichst viel Sickerflächen im Hangbereich haben, dass möglichst wenig Wasser unten an der B3 ankommt. So, das waren meine drei Fragen an der Stelle. Und dann hatte ich noch zwei Verständnisfragen. Also ich hatte so ein bisschen mitgenommen, Thema Zwischenstationen. Wir haben gemerkt, das beschäftigt uns in Durlach ganz arg und es lässt uns auch gar nicht richtig los. Ich hatte so ein bisschen für mich mitgenommen, dass der Fördermittelgeber diese Kosten vielleicht auch gar nicht für förderfähig hält. Ich hatte mitgenommen, dass es eine politische Entscheidung sei, dass wir das vielleicht später machen und dass diese Kosten dann eben auch aus dem städtischen Haushalt zu 100% oder was für, ob, vielleicht gibt es ja dann andere Förderprogramme, aber dass das eben nicht in diese Kosten reingehört. Das heißt, für mich ist das alles auch in Ordnung. Und ich respektiere an der Stelle auch die Beschlüsse, die im Gemeinderat gefasst worden sind, auch und im Aufsichtsrat, VBK und so weiter. Das ist für mich okay. Ich habe noch eine Frage. Ist dann, wenn wir später so eine Zwischenstation dann in Durlach planen, weil wir dann vielleicht andere Informationen zur Notwendigkeit haben und vielleicht auch eine andere Finanzierungsgrundlage, ist dann ein erneuter Planfeststellungsbeschluss erforderlich? Und welche Verfahrensdauer würden wir da ansetzen? Ist das auch so ein dickes Brett wie hier oder geht das dann schneller? Das wäre der erste Punkt. Und der zweite, da ging es darum, ich hatte mir auch aus den Workshops mitgenommen, dass wir gesagt haben, dieses ganze Thema Flächenaufteilung und gegebenenfalls Neuordnung der Verkehre ist ein Thema, das wir ganz bewusst nicht in das Planfeststellungsverfahren einbringen wollen, weil wir dann nachher auch unsere städtischen Ämter, Tiefbauamt, Ordnungsamt, Stadtplanungsamt eigentlich in ihrer Gestaltungsfreiheit beschränken. Da wollte ich einfach nur nachfragen, ob ich das so korrekt verstanden hatte. Danke. Vielen Dank. Jetzt tun wir noch die übrigen Fragen sammeln. Sie haben ja, glaube ich, mitgeschrieben und dann können Sie in einem Stück antworten. Frau Anna Frei. Genau, das geht ganz schnell. Meine Frage ist, wie die Zaunbegrünung im Gegensatz zu keine Zaunbegrünung sich auf den Geräuschpegel auswirkt, ob es da bereits Zahlen und Werte gibt und ob wir die bekommen können, bevor wir heute abstimmen. Frau Dr. Klingert. Bei mir geht es auch ganz schnell. Mich interessiert auch der Zaun, aber vor allem der Kostenunterschied zwischen den beiden Varianten. So, bitteschön. So, es geht länger. Herr Ruf, nachhaltiges Bauen haben wir uns auch mitgeschrieben und steht auch auf unserer Fahne oben. Wir sind da mit den Architekten dran, einerseits wirtschaftlich bauen zu wollen, andererseits natürlich aber auch Materialien zu verwenden, die nachhaltig sind. Und wer heute in der heutigen Zeit mit Architekten plant und baut, der weiß auch um deren Befindlichkeiten. Die sind da auch schon immer sehr dran bemüht. Ich verweise jetzt nur auf das begrünte Dach, was ja auch wiederum Einfluss hat auf die verzögerte Einflussmengen. Sie wissen, was ich meine, die Abwässer, die ohnehin den stark belasteten Sammler da berühren, werden somit fast verzögert eingeleitet. All das sind Auswirkungen, die wir auch unter Nachhaltigkeit verstehen. Und wir nehmen das mit und es freut mich, wenn Sie das ähnlich sehen. Wir können nur, manche Dinge kann man nicht in Holz bauen oder in Aluminium, wie zum Beispiel jetzt so eine Trasse von einer Standseilbahn, die wird halt eben in Beton gegossen. Da hilft alles nichts. Mauern geht da auch nicht mehr. Das Thema überwachte Trasse versus Einzäunung, wenn ich es mal so flapsig nennen darf. Solche Entscheidungen liegen, wie Sie sicher wissen, im Aufgabengebiet der Seilbahnbehörde, des RP Freiburg. Und das ist de facto eine Person. Also auch solche Themen und Entscheidungen sind an eine Person gebunden und deren ja, Ansichtssache oder Auslegungssache der Norm. Momentan sehen wir da wenig Hoffnung, dass eine überwachte Trasse die Funktion oder eine Einzäunung ersetzen kann auf der Genehmigungsseite. Zu den Flächenbilanzen und der Entsiegelung. Auch das ist dann Aufgabe innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung. Auch das wird betrachtet.
Also im Zuge der Planfeststellung haben Sie auch genau diese Aussagen bereits vorliegen. Was ist da? Und ja, wir brauchen uns nur das grüne Band heute in der Bergbahnstraße angucken, das da hochgeht. Das ist entsiegelt und nachher ist da eine Trasse drin. Es wird versiegelt. Im Gegenzug bauen wir oben Teile der Trasse ab, die dann durch einen durchlässigen Gleisrost ersetzt werden. Da wird wieder entsiegelt. Aktuell, ich habe jetzt noch keine Zahlen von der UVP, aber aktuell gehen wir davon aus, dass sie das annähernd die Waage halten wird, was die Ver- und Entsiegelung angeht. Aber bitte nageln Sie mich da nicht fest. Die spätere Zwischenstation, die Sie angesprochen haben, ja, es wird da, wenn die Turmbergbahn, so wie sie gebaut ist, planfestgestellt ist, wird eine Änderung einer Planfeststellung notwendig, weil das Gesamtprojekt, also die gesamte Maßnahme gilt dann als ein System und das System wird dann durch eine Zwischenstation geändert, erweitert und muss dann erneut planfestgestellt werden. Die zeitlichen Prozesse sind hiervon eigentlich unabhängig, wie groß oder wie, ja, vielleicht haben wir jetzt bei dieser Maßnahme ein bisschen längeres Verfahren und bei einer Zwischenstation wird es vielleicht kürzer. Das kommt auch darauf an, wo diese Zwischenstation dann genau zum Liegen kommt und wie die Betroffenheit dann vor Ort sind. Also das jetzt im Vorfeld zu beurteilen, wäre zu viel. Die Aufteilung der Verkehrsflächen und die Funktionen in der Bergbahnstraße beziehungsweise das Schließen der Möglichkeit des Querens für den Kfz-Verkehr und so weiter. Ja, wir hätten gerne, dass so eine Einbahnstraßenregelung oder ein Zweirichtungsverkehr über das Ordnungsamt oder die Tiefbauämter kommen. Wir sind da auch in der Abstimmung oder waren schon in der Abstimmung, sind nach wie vor in der Abstimmung. Die städtischen Ämter sagen, wir hätten es aber auch gern, dass ihr das in der Planfeststellung drin habt. Wir werden wohl diesen Weg gehen. Zaunbegrünung und Auswirkung auf den Lärm von Ihnen, Frau Frey. Ja, nein, wir haben keine Zahlen zur Untersuchung, ob die Zaunbegrünung Auswirkungen hat. Wenn, wir kennen das aus vergleichbaren Projekten im Schienenverkehr, also Straßenbahnbereich, horizontal stehende Begrünung ist relativ durchlässig. Das, was hier zum Tragen kommt, ist tatsächlich ein subjektives Lärmempfinden, weil Sie ein Fahrzeug nicht sehen. Messbar sind solche Ergebnisse nur im minimalen Bereich. Wir reden da von 1-2 Dezibel maximal. Jetzt kommt aber hinzu, dass die Standseilbahn per se, dass sie keinen Antrieb im Fahrzeug hat und auch keine Klimaanlage, sondern ein sehr, sehr ruhiges Verkehrsmittel ist. Das einzige Geräusch, das Sie da hören, ist das Abrollen der Räder auf den Schienen. Wir sind in Regionen von Dezibel, der Kraftfahrzeugverkehr nebendran ist lauter, sagen wir es mal so. Kommt auch aus dem Lärmgutachten, geht es auch hervor. Wir sehen da keinen tatsächlichen Nutzen aus einer dichten Begrünung, nur im Hinblick auf den Lärm. Und was war noch Kostenunterschied zu, jetzt bin ich weg, normaler Zaun, begrüner Zaun, normaler Zaun, Makulatur. Es waren ja zwei unterschiedliche Zaunvarianten, oder? Das eine war ja ein ganz schlichter Zaun, der vollbegrünt ist. Also das meine ich, wie ist der Unterschied zwischen diesem schlichten, vollbegrünten versus dem, nennen wir mal Designerzaun, leicht begrünt? Jetzt geht's. Also, das, was wir im Workshop besprochen haben, Sie waren ja, glaube ich, auch mit anwesend und da ging es um das Thema, nennen wir, muss ich einen Begriff vom Hersteller verwenden, einen Legi-Zaun, also so einen Stabgitterzaun, den wir da reinstellen und begrünen den dicht und haben uns das später angeschaut und müssen da diese Legi-Zäune ja alle oder diese Stabgitterzäune alle rechtwinklige Konstruktionen sind, würden das solche Abstufungen ergeben. Das haben wir uns alle angeguckt, Architekt und ich und die anderen Projektbeteiligten haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, niemals machen wir sowas, auch wenn es vorne noch so begrünt wird. Das Mehr an Grün frisst eigentlich schon die geringeren Kosten des Legi-Zaunes auf, der auch noch dann wirklich nicht schön ist,
wenn wir dann mal vielleicht in den Wintermonaten uns das angucken, dass vielleicht nicht alles so dicht begrünt ist, und haben uns dann dafür entschieden, es gibt auch einen Zaun von einem Schlosser, der eben nicht vielleicht dieses Design hat, einfacher konstruiert ist. Aber kostenmäßig, wie gesagt, wiegt das eine das andere auf. Vielen Dank, Frau Jesil. Ja, ich will noch mal zu dem Lärm anknüpfen. Also bei uns auf den Lohn sind die geschlossene Begrünung und der Lärmpegel ist so, sagen wir mal morgens, je nach Windrichtung, mal mehr, mal weniger. Also das wollte ich sagen, also ich bin sowieso dafür, ne, für diese geschlossene. Aber ich wollte sagen, da ist es auch vom Anblick her und auch vom Lärm her nicht so belastend. Also ist mein Eindruck. Man hat auch nichts gehört, Negatives. Gut, vielen Dank. Da haben wir die subjektive Einschätzung von auf den Lohn, die wir auf die Bergbahnstraße dann übertragen können. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Fragen und Wortmeldungen mehr. Jetzt haben wir mal, ich sage mal, das Inhaltlich-Fachliche, denke ich, abgearbeitet. Jetzt geht es ja darum, wie wir beschließen. Wir hatten es ja auch besprochen. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, die Varianten müssen wir halt durchstimmen, will ich mal sagen. Und jetzt geht es noch darum, stimmt der Ortschaftsrat der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens auf Basis der vorliegenden Planung zu, ohne weitere Forderungen zu stellen oder es von weiteren Dingen abhängig zu machen, oder folgen wir dem Antrag der SPD-Fraktion, den ich also als Ergänzungsantrag werte, der dann auch vor dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Antrag zur ersten Abstimmung kommen würde, der eben die Zustimmung davon abhängig macht, dass die Mittelstation da schon vorgesehen wird. Zur Begründung sind wir gespannt, was uns der Herr Dr. Rasch zu sagen hat. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum Prozedere. Wir sollen ja nur Entscheidungen heute treffen zu dieser Gestaltung und zum Initiativantrag. Die restliche Planung nehmen wir ja nur zur Kenntnis. So ist die Beschlussvorlage formuliert. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht um die Vorlage im Ganzen abstimmen, sondern nur diese Teilentscheidungen treffen. Jetzt aber zu diesem Initiativantrag. Warum haben wir den noch einmal vorgelegt? Der Ortschaftsrat hat ja schon mehrfach und auch mit großer Mehrheit sich für eine Mittelstation, Schrägstrich Zwischenstation ausgesprochen. Diese begriffliche Differenzierung ist jetzt für uns nicht zwingend. Das heißt, es geht einfach darum, das Ziel zu erreichen, was wir uns darunter vorstellen, worüber wir auch schon gesprochen haben. Deswegen will ich es jetzt auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Es geht darum, die Turmbergbahn nicht allein als Ausflugsbahn zu konzipieren, sondern zu einem wirksamen öffentlichen Verkehrsmittel zu machen und damit ja auch in den KVV zu integrieren und damit auch eben zu einem Verkehrsmittel zu machen für diejenigen, die in diesem Bereich, weiträumig gesagt, heutige Talstation der Turmbergbahn wohnen. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Wir glauben auch, dass ohnehin ist natürlich die Frage, wie man es definiert, diese Turmbergbahn nicht so wirtschaftlich betrieben werden kann, dass sie irgendwann einmal ihre Produktionskosten wieder einfährt. Aber sie wird definitiv wirtschaftlicher und sinnvoller betrieben, wenn sie mehr Fahrgäste hat. Und die kommen eben auch daher, wo die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch genommen werden können, je näher ein öffentliches Verkehrsmittel am eigenen Wohnhaus ist, desto eher nehme ich das öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch. Wir haben eben auch gehört, und für diese Ausführungen bin ich dankbar, dass es einen erheblichen bürokratischen Aufwand bedeuten würde, diese Mittel-Zwischenstation irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt zu verwirklichen. Und das bedeutet, wenn wir sie jetzt nicht in die Planfeststellungsunterlagen aufnehmen, dann wird sie auch nicht kommen, dann werden wir sie auch nicht erleben. Wir werden ohnehin uns anstrengen müssen, bis die Turmbergbahn dann neu gestaltet ist, aber danach noch einmal ein Ergänzungsverfahren, Planergänzung, neues Planfeststellungsverfahren zu machen, das ist es dann auch nicht wert. Wir stellen uns, das haben wir auch alles schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal, diese Station so vor, dass sie eben ohne großen finanziellen Aufwand als Haltepunkt,
als Bedarfshaltepunkt ausgestaltet ist, dass man dann eben auf den Knopf drückt, wenn man eben da hoch oder runter fahren will, von diesem Bereich der heutigen Talstation. Und wir müssen diesen Antrag heute stellen, weil diese Planunterlagen, die uns vorliegen, weil die eben jetzt auch schon im Hinblick auf die Trassenführung so ausgestaltet sind, dass diese Mittelstation nicht möglich ist. Deswegen haben wir diesen Antrag gestern Abend gestellt. Wenn er erst heute Nacht bei der FDP angekommen ist, tut es uns leid. Aber wir brauchen das. Interessanter Nebeneffekt ist ja auch, falls man diese autonom fahrende Bahn mal auf halber Strecke oder wo evakuieren müsste wegen Störungen, wäre es vielleicht leichter, eine Zwischenstation anzufahren, als den ganzen Berg runter. Und das wäre jedenfalls mal so subjektiv noch ein weiteres Argument. Aber das Entscheidende ist, die Thurnbergbahn soll jetzt ein effektives öffentliches Verkehrsmittel werden für die Menschen, die in diesem Bereich dort wohnen. Ob es dann wohlfähig sein wird oder wo es sein wird, das ist eine Sache, die die Planer dann entscheiden sollen. Aber wenn wir es jetzt nicht machen, wir wissen natürlich auch, dass der Gemeinderat es anders gesehen hat, aber der Karlsruher Gemeinderat hat oftmals nur sehr geringe Ortskenntnisse von der ehemals selbstständigen Stadt Durlach. Deswegen fordern wir das Gremium auf, diesen Antrag heute noch einmal zu bekräftigen, so wie wir es auch schon einmal getan haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es hierzu weitere Wortmeldungen? Herr Pötzsche. Ich habe zwei Fragen. Eine geht an die Vorsitzende. Text der Beschlussvorlage heißt: Weiterhin stimmt der Ortschaftsrat der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens auf Basis der vorliegenden Planung zu. Da steht nichts von Kenntnisnahme. Ich interpretiere das schon, dass wir dazu abstimmen. Das wäre Frage 1 an die Vorsitzende. Frage 2 an den Antragsteller der SPD. Ein bisschen überrascht war ich schon, als ich das heute über das Stadtamt mitbekommen habe, dass dieser Antrag gestellt wurde. Letztendlich gibt es einen Beschluss des Ortschaftsrates. Ich frage mich, ich habe die Intention des Antragstellers immer noch nicht so ganz verstanden, was er damit bezweckt. Und ich stelle mir auch die Frage, was passiert. Wie verhält sich der Antragsteller, sollte seinem Antrag nicht mehrheitlich gefolgt werden, lehnt dann der Antragsteller, die SPD, die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ab oder wie wird dann weiter vorgegangen von Seiten der SPD? Herr Dr. Rausch, ich lasse Ihnen den Vortritt. Also ich weiß nicht, über welche Fassung wir hier jetzt reden. Ich habe eine Beschlussvorlage, die hat den Text, der Ortschaftsrat Durlach nimmt die planerischen Anpassungen und so weiter zur Kenntnis und trifft folgende Entscheidungen in den gestalterischen Fragen. Doppelpunkt. Und dann gibt es einen weiteren Beschluss. Weiterhin stimmt der Ortschaftsrat der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens auf Basis der vorliegenden Planung zu. Und darauf bezieht sich ja, so habe ich es verstanden, der Initiativantrag oder Ergänzungsantrag. Nämlich dieser Antrag soll dahingehend erweitert werden, dass man die Zustimmung zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens davon abhängig macht, ob die Mittelstation jetzt schon in der Planfeststellung mit aufgenommen wird und dann auch mitgebaut wird. Weil sie muss ja dann mitgebaut werden, hat uns ja der Herr Högelmeier auch erklärt. Es ist ja vielleicht aus das, der Logik. Das, glaube ich, war jetzt auch die Frage von Herrn Pötzsche. Wie gehen wir jetzt als Gremium damit um? Klar ist doch, jeder oder die meisten von uns, denn mehrheitlicher Beschluss liegt ja vor, haben ja beschlossen, dass wir gerne eine Mittelstation hätten oder eine Zwischenstation mit Bedarfshaltestelle. Da haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Die Verkehrsbetriebe haben gesagt, das ist technisch möglich und die technische Möglichkeit sehen wir auch weiter vor. Aufgrund eines Aufsichtsratsbeschlusses und aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses, den wir ja beantragt haben als Gremium, wo wir die Zwischenstation gefordert haben, hat der Gemeinderat aufgrund unseres Antrags, den wir ja schon einmal beschlossen haben, dann gesagt, nein, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr, nicht, weil die Verkehrsbetriebe gesagt haben, es ist jederzeit später auch möglich, das nachzurüsten. Aber dann, in der Tat richtig, mit der Änderung des Planfeststellungsverfahrens. Deswegen war die Frage vom Herrn Ruf auch heute eine sehr wichtige in der Abwägung. So, und jetzt ist die Frage, wir sind ja in einer Anhörung und da kann ich gleich die Antwort der ersten Frage geben. Wir beschließen ja nicht hier die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens,
sondern wir werden angehört als Anhörung, als Gremium, was wir zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens sagen. Und als solches müssen wir aber, weil wir als Gremium, ich habe es heute schon mal erklärt, keine Pünktchen an irgendwelche Flipcharts kleben können, sondern Beschlüsse fassen müssen. Handeln nach außen können wir als Gremium nur mit einem Beschluss. Und deswegen müssen wir einen Beschluss fassen, stimmen wir der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zu, egal wer dies dann beantragt. Das werden ja dann die Verkehrsbetriebe selbst sein. Und genauso geht es nochmal in den Gemeinderat und der Gemeinderat wird genauso nochmal gefragt, ob er dem zustimmt. Er wird informiert und wird dann auch gefragt, ob er dem zustimmt, weil als Geschäftsführer einer städtischen Gesellschaft würde ich kein Planfeststellungsverfahren in Angriff nehmen, ohne dass das Hauptorgan der Stadt Karlsruhe, ohne dass mein hundertprozentiger Gesellschafter das so beschlossen hat. Herr Högelmeier, so dürfte das doch die Vorgehensweise sein. Aber nochmal, es geht heute darum, was ist die Antwort auf die Anhörung? Machen wir die Mittelstation jetzt im Planfeststellungsverfahren davon abhängig, dass wir dem zustimmen oder nicht? Oder stimmen wir dem Planfeststellungsverfahren auch ohne diese Einschränkung zu? Ich will es mal so ausdrücken. Vielen Dank. Herr Dr. Rausch. Dann folgt daraus, dass eigentlich über unseren Initiativantrag zuerst abgestimmt werden muss. Genau, und dann werden wir das weitere Abstimmungsverhalten daran orientieren. Genau, so ist es. Also mein Vorschlag wäre, wir stimmen zuerst die Gestaltungssachen ab, da wird es abstimmen, da müssen wir einfach Ergebnisse erzielen. Dann kommt der Initiativantrag der SPD. Wenn der Antrag der SPD angenommen wird, dann ist er angenommen, dann müssen wir den Hauptantrag, den ursprünglichen Antrag, nicht mehr abstimmen. Würde der Antrag der SPD abgelehnt werden, dann müssten wir wieder zum Hauptantrag zurückkommen, weil dann der Änderungsantrag abgelehnt ist und den ursprünglichen Antrag hier nochmal im Gremium abstimmen. Ja? Gibt es jetzt, ja. Herr Köster, Frau Dr. Klingert. Also nach meinem Verständnis ist der Antrag der Verwaltung der weitergehende Antrag. Wenn der angenommen wird vor der Abstimmung von der SPD, brauchen wir aber den SPD-Antrag gar nicht mehr abstimmen. Dann lese ein Tipp für die Geschäftsordnung. Anträge zu einem Verhandlungsgegenstand sind so vorgesehen, dass Änderungsanträge immer vor dem Hauptantrag abgestimmt werden. Das ist die Geschäftsordnung, die wir uns selber gesetzt haben. Und ich kann es auch gern verteilen. Frau Dr. Klingert. Ich wollte nur, bevor es zur Abstimmung zu dem Änderungsantrag kommt, um eine kurze Unterbrechung bitten, dass wir uns noch mal besprechen können, weil wir einfach keine Zeit hatten. Wir sind jetzt zeitlich so dran, dass wir jetzt eigentlich Lüftungspause machen. Insofern würde das passen. Habe aber vorhin den Herrn Dr. Wagner übersehen. Und es hatte sich noch der Herr Dr. Noé gemeldet. Wenn die zwei Wortmeldungen noch und dann würden wir die Lüftungspause machen und dann aber auch zur Abstimmung kommen. Vielleicht ganz gut, ich habe eine Frage sozusagen auch zum Verfahren, die vielleicht für die Diskussion auch ganz für mich jetzt wichtig wäre. Ich verstehe es im Moment ein bisschen so, dass wenn wir dem SPD-Antrag zustimmen, dass dann sozusagen die Zwischenstation, ich würde sie jetzt lieber so nennen, weil das eigentlich, glaube ich, eher das ist, was wir fordern, eine Bedingung ist für die Aufnahme des Feststellungsverfahrens aus Sicht des Ortschaftsrates. Und meine Frage ist, wäre es auch denkbar, ich meine, das ist eine Anhörung, was wir heute machen, von daher die Frage, könnte man auch die Beschlusslage dahingehend ergänzen, dass wir der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zustimmen auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen, dass der Ortschaftsrat aber erneut dem Gemeinderat empfiehlt, eine Zwischenstation aufzunehmen ins Planfeststellungsverfahren, aber es ist nicht sozusagen zur Bedingung macht, die dann ein Nein bedeuten würde. Weil mir geht es jetzt schon auch ein bisschen ums Inhaltliche. Ich sage jetzt mal, in den Unterlagen
Und ich denke, das wird auch zu der Entscheidung des Gemeinderates beigetragen haben, wird ja sehr darauf abgehoben, auf die Verlängerung der Fahrzeiten durch die Einrichtung dieses Zwischenhaltes. Und in der inhaltlichen Diskussion, die wir in der Fraktion dazu hatten, haben wir das nicht nachvollziehen können. Wir haben diese massive Erhöhung der Zeiten nicht nachvollziehen können. Und es soll ja aus unserer Sicht als Bedarfshaltestelle eingerichtet werden. Das heißt, wir gehen ja nicht davon aus, dass bei jeder Fahrt auch an der Stelle ausgestiegen wird, sondern wirklich nur, wenn Anwohner da ein- und aussteigen. Und das heißt, in der Summe wäre das wahrscheinlich nur ein Teil der Fahrten, die sich überhaupt verzögern würden. Und das halte ich für ein gewichtiges Argument, was man gern nochmal in die Gemeinderatsdiskussion dann einbringen sollte. Herr Dr. Wagner, ja, so war ursprünglich die Absprache, die im Ältestenrat getroffen wurde, dass wir da dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens als Ortschaftsrat zustimmen, aber nochmal den Hinweis geben, dass es ein klares Votum des Ortschaftsrates Durlach gibt, dass er diese wünscht, aber keine Bedingung an das jetzige knüpft. So war die Absprache. Daraufhin ist nach eben der Ältestenratssitzung dieser Initiativantrag gekommen. Und wenn man dann einen Initiativantrag hat, dann muss man ihn halt behandeln und dann muss man ihn auch abstimmen. Aber vielleicht eins nochmal allgemein ans Gremium. Wir können uns unsere Beschlüsse nicht backen, wie wir es gern hätten. Dusch mich und mach mich nicht nass. Wir werden angehört als politisches Gremium zu Beschlüssen, die andere zu treffen haben. Und dann kommen die zu uns ins Gremium und dann müssen wir dazu Ja oder Nein sagen. Die kann man dann vielleicht mit Nuancen nochmal ändern. Aber wir können hier im Gremium nicht jeden Beschluss diskutieren, dass er uns eigentlich so recht wäre, wie wir dann doch noch gut dastünden und wie wir es noch selber verargumentieren können. Es geht hier um die Frage, also unstreitig ist, ich will mich nochmal wiederholen, der Durlacher Ortschaftsrat hat den Gemeinderat gebeten, sich für eine Zwischenstation mit Bedarf, ohne Bedarf, für eine Zwischenstation einzusetzen. Sie haben es alle nochmal auf dem Tisch, wir haben es als Tischvorlage ausgelegt. Dem ist nicht gefolgt worden. Der Beschluss des Ortschaftsrates hat aber nach wie vor Bestand, dass man mehrheitlich wünscht, dass dort eine Zwischenstation kommt. Das ist aber heute nicht gefragt. Heute sind wir gefragt, was sagen wir zur Einleitung, stimmen wir der Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens mit der hier vorgelegten Planung zu, und diese Planung sieht keine Zwischenstation vor. Sie sieht lediglich vor, dass im Nachgang es technisch möglich ist, noch eine Zwischenstation zu bauen. Und jetzt, ich muss ja den Beschluss, oder der Herr Pötzsche, oder der Herr Griner, oder der Herr Siebach, dann in den Gemeinderat tragen. Wenn wir gefragt werden, was hat denn der Ortschaftsrat dazu gesagt? Jetzt sind wir bei Kommunalrecht 1.0. So, und dann muss ich ja mit einem klaren Votum dahin gehen. Ich kann nicht sagen, wir haben 1,5 Stunden diskutiert und wie wir den Beschluss und wie wir es gern hätten und formulieren. Das geht nicht. Stimmt der Ortschaftsrat der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zu, ja oder nein? Werde ich gefragt. Dann kann ich sagen, ja, der Ortschaftsrat stimmt dem zu, der Beschlussvorlage, die wir bekommen haben, bleibt aber weiterhin bei seinem Wunsch, bei seiner Anregung, bei seiner Bitte, das kann man formulieren, wie man will, dass es eine Mittelstation geben soll in Zukunft. Oder man beauftragt mich als Gremium jetzt, um zu sagen, Frau Ries, bitte gehen Sie in den Gemeinderat und sagen, der Ortschaftsrat Durlach stimmt der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens nur unter der Prämisse oder Bedingung zu, dass im Planfeststellungsverfahren jetzt eine Zwischenstation vorgesehen wird. So einfach ist die Entscheidung. Und so haben wir abzustimmen. SPD-Änderungsantrag oder der ursprüngliche Antrag. Und bei den Farben, da stimmen wir im Prinzip die gleiche Reihenfolge, da tun wir auch kein Pünktchen kleben. Da rufe ich auf Variante A, und wenn die Variante A eine Mehrheit hat, dann wird die Variante B gar nicht mehr zur Abstimmung gestellt. Wir kommen zu den Abstimmungen. Erster Abstimmungsteil ist die Gestaltung der Zaunanlage. Die Bilder sehen Sie an Anlage 1.
Zunächst kommt zur Abstimmung, und ich wiederhole mich, der Vorschlag, der eine Mehrheit hat. Wenn es A ist, dann wird B nicht mehr abgestimmt. Wenn A keine Mehrheit hat, wird B abgestimmt. Wenn B auch keine Mehrheit hat, stimmen wir ab bis Mitternacht, bis wir eine Entscheidung haben. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Ich lasse Sie hier nicht raus ohne Entscheidung. Und rufe deswegen erstmal auf die Abstimmung zur Gestaltung der Zaunanlage. Hier steht zur Abstimmung der Vorschlag A. Das ist ein Designzaun mit lückenhafter, durchlässiger Begrünung. Wer für diesen Vorschlag stimmt, möge bitte die Hand heben. Bei 13 Ja-Stimmen ist eigentlich schon Zustimmung, aber wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen, wer enthält sich? 3 Gegenstimmen und wer enthält sich? 4 Enthaltungen. 4 Enthaltungen, damit ist der Vorschlag A angenommen. Dann kommen wir zur Gestaltung Fahrzeug-Außendesign. Hier ist der Vorschlag A zur Abstimmung. Ein modernes Design. Wer stimmt diesem Vorschlag zu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bei 13 Ja-Stimmen ist auch schon Zustimmung. Wer stimmt dagegen? Bei 5 Gegenstimmen und wer enthält sich? 1, 2, 3. 3 Enthaltungen. Dann kommen wir zur dritten Abstimmung, die Farbgestaltung der Fahrzeuge. Vorschlag A, badische Farben. Wer stimmt dem zu? Stimme ich? 14. Bei 14 Ja-Stimmen, wer stimmt dagegen? 1, 2, 3, 4, 5. Bei 5 Gegenstimmen, alles Partner, oder? Nee, mit einer Ausnahme, sonst waren es nur Urbadener. Gut, nehmen wir bitte das Protokoll auf. Wer enthält sich? 1, 2. 2 Enthaltungen, gut. Dann kommen wir zum nächsten, nämlich zu dem Änderungsantrag oder Ergänzungsantrag der SPD. Der Ortschaftsrat befürwortet die vorgelegte Planung im Grundsatz, verlangt jedoch, dass im Antrag auf Planfeststellung eine Mittelstation vorgesehen wird. Wer stimmt dem zu? 1, 2, 3, 4. 5, die Frau Frey. 5 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bei 15 Ja-Stimmen, also ist dieser Antrag abgelehnt. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptantrag. Weiterhin stimmt der Ortschaftsrat der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens auf Basis der vorliegenden Planung zu. Mit Zustimmung des Gremiums, Klammer auf, ergänze ich in Abstimmung mit dem, was wir im Ältestenrat auch besprochen haben. Der Ortschaftsrat weist darauf hin, dass er sich schon bereits in einer Beschlussfassung die Schaffung einer Mittelstation beantragt hat, macht dies aber nicht davon abhängig im jetzigen Planfeststellungsverfahren. Wer stimmt hier dagegen? Haha, man muss aufpassen. Eine Gegenstimme. Wer enthält sich? 4 Enthaltungen und der Rest ist dann Zustimmung. Also wird diesem Antrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Högelmeier, Herr Wagensommer, vielen Dank. Ich glaube, mit diesem Votum können Sie klar weiterarbeiten. Und so können wir auch gemeinsam in den Gemeinderat gehen.
Ja, ich danke Vielen ganz Dank herzlich für den Auftrag, dass wir jetzt hier weitermachen können mit den Planungen und der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und auch für die Beschlüsse, was die verschiedenen Designs noch angeht. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.